für FIA Formel 3 Europameisterschaft und es fällt schon auf die erste Kurve zu. Und Kühl von Kosten und das Verstand, das würde man gleich durchbrechen. Ja, das fällt in langsamer Fahrt. 2,3 km. Es gelingt uns dann doch immer wieder jedes Jahr ein Schippchen draufzulegen. Das fällt jetzt auch wieder volle Fahrt. Rosenquist vorne, dann Ocon auf der 2, Blumquist die 3, Verstappen die 4. Da wird natürlich schon genauer der Rosenquist ist der, der die Pace bestimmt. Allerdings erst einmal Ocon ist da schon sehr dicht dran und schafft er vielleicht jetzt direkt in dieser neu aufgenommenen Stelle. 10 Runden vorbei. Ocon vorne, Rosenquist, dann Verstappen. Verstappen ganz, ganz dicht dran am Schweden. Macht er es jetzt den Franzosen gleich? Und Kassier Rosenquist, er macht sie wieder auf. Das berühmte Kapper ziehen würde. Aber das gilt es jetzt natürlich hier zu bestätigen. Und hier scheint es nicht so leicht zu sein, aber Verstappen gibt nicht auf. Der Sohn von Dion, das wäre Boss. Man ist ja schließlich Rennfahrer und dann möchte man es gerne unter beschleunigten Bedingungen ein bisschen beweisen. Jetzt dürfen sie wieder. Safety Car also wieder drin. Die nächste Safety Car Phase also liegt hinter uns und wieder Verstappen kommt nach Ocon. Jetzt macht er wieder was für Verstappen, Blomqvist, Ocon und Auer. So sind die ersten vier.
gewesen. So sind sie auch beim Restart. Wirklich auch der Gegenkunde. Also Neuer. Kombination, was man sich jetzt dabei denkt. Und die rote Flagge heißt, das Rennen ist für das erste Mal abgebrochen. Das Rennen ist dann wieder freigegeben, meine Damen und Herren. Noch 10 Minuten und 22 Sekunden insgesamt. Oben natürlich die Rundeneinblendung sagt etwas anderes. Das Feld hat also Rennen Runde 21 kompensiert. Nicht eingeholt werden von den anderen, aber die kommen immerhin ein bisschen ran. Also dieser richtige Platz bei Max Verstappen, denn er hat das Kunststück tatsächlich fertig gebracht, in Spa-Franchochamps alle drei Rennen zu gewinnen. Hier sind jetzt auch gleich zwei, wenn nicht mehr da sind, geht es nicht mehr schief aus. Und schon ist es der erste Marko. Wer heute mit dem Rennausgang nichts zu tun haben wird, aber Max Verstappen wird das tun. Also ein weiterer berühmter Name, der hier den Stall tragen darf. Platz kriegen, da gibt es Applaus. Zweiter Sieg an diesem Wochenende am Norisring. Max Verstappen. Diesmal waren es nur 32 Runden, aber unter schwierigsten Bedingungen hat er toll gemacht. Zweitplatzierter war John King. Und ebenfalls aufgefallen ist, dass wir gut bekommen haben. Jungs an die Box gebracht. Das ist natürlich ärgerlich. Damit gehen in jedem Fall Punkte flöten. Ohne Ende stand er aber in der 10. Reihe. Also fernab der Punkteränge. Die werden hier im schwarzen Auto, wenn man von vorne drauf schaut, in der 2. Reihe rechts. Wenn alle 5 Ampeln ausgegangen sind, geht's los. Damit ist Rennen Nummer 3 freigegeben. Ab geht's. Kein Frühstart, zumindest unter den ersten, die wir da gesehen haben. Und diesmal kommen wirklich alle weg. Max Verstappen setzt sich gleich nach vorne ab. Kommt noch ein bisschen voll. Also der
Wochenende hier aus Nürnberg mit nach Hause nehmen kann. Verstappen, also hier liebe, befreundete Fans.